Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und wir haben sehr, sehr gute Nachrichten erhalten für die kommende Woche, was da so an positiven Einflüssen kommen wird, was uns weiterhilft in vielerlei Hinsicht und was auch hilft, unsere innere Balance, unsere Balance im Innen und im Außen noch ja, zu verbessern, zu verstärken, damit wir aus einer inneren Balance der Kräfte in uns agieren können und damit auch ganz andere Resultate erzielen können. Also eine ganz, ganz tolle Energie, die uns da erwartet in der kommenden Woche. Tolle Chancen auch, muss ich sagen. In diesem Sinne, gucken wir doch einfach mal rein, was die Engel mitteilen wollen. Fangen wir mit der ersten Karte an. Und hier kommt aus dem Schutzengel-Tarot von Dorian Virtue, Hüter der Fülle. Dies ist eine Zeit großen Erfolges für dich. Alle deine Pläne sind gesegnet und werden sich wunderbar entwickeln. Unerwartete berufliche Gelegenheiten kommen auf dich zu. Achte darauf, sie anzunehmen. Diese Karte lässt darauf schließen, dass jemand mit einer erstaunlichen Karriere an dieser Situation beteiligt ist. Der oder die Betreffende ist ein Mensch mit großer Integrität, dem es Freude macht, hart zu arbeiten. Dieser Mensch könntest du selbst sein. Also es kommt eine sehr hilfreiche Person in dein Leben in der kommenden Woche. Das kannst auch du sein, es kann für dich stehen. Und es zeigt sich ein großer Erfolg in der kommenden Woche. Er bahnt sich an, er zeigt sich. Er wird konkret, also die Dinge kommen nach vorne. Du erkennst das ganz viel, was du oder diese Person hier beitragen kann zu diesem beruflichen Erfolg, jetzt in die Erfüllung kommt. Also das sieht nach einer guten Zusammenarbeit aus auch, ja, als wenn da man mit einer anderen Person auch zusammenarbeitet und diese Zusammenarbeit sehr, sehr fruchtbar ist, sehr, sehr gewinnbringend. Aber ich meine jetzt in jeder Hinsicht, ja, auch Hinsicht der Fülle, es kann finanziell sein, aber natürlich vor allen Dingen auch, Freude an der Arbeit zu haben, an den Ergebnissen, ja, motiviert zu sein, etwas wirklich zu bewirken, auch etwas Sinnvolles zu bewirken. Also da ist eine ganze Menge los in der kommenden Woche. Das ist eine wunderschöne Karte in diesem Zusammenhang. Zusätzlich kommt noch der Bote des Denkens. Ein neues Thema oder intellektuelles Projekt begeistert dich total. Es gibt so viel zu lernen, bevor du dich bereit fühlst, den nächsten Schritt zu tun. Neue Informationen verlangen unter Umständen eine Änderung deiner Pläne. Schau dir alle Dokumente genauestens an. Du kennst, begegnest oder bist jemand, der es liebt zu lernen und Wissen zu teilen. Diese Person ist brillant und ehrlich, aber auch direkt und nicht sehr diplomatisch. Also vielleicht noch weitere Informationen zu einer Person, vielleicht zu der gleichen Person, zu deiner Person, einer weiteren Person. Also es geht um ein intellektuelles Projekt, etwas, was dich herausfordert, wo es um Wissen geht, wo es um das Vermehren von Wissen geht, vielleicht das Teilen von Wissen, wo es darum geht, ja, etwas wirklich auch erfolgreich zu durchdenken, würde ich auch sagen, wenn man mal beide Karten hier so nimmt. Ja, etwas erfolgreich zu durchdenken, erfolgreiches Konzept, stimmiges Konzept, etwas, was auch wirklich Freude macht und was zu den Menschen, die damit arbeiten, auch passt, ja, was das repräsentiert, also was nicht aufgesetzt ist, so macht mal, sondern wirklich aus dir, aus euch, aus dieser Gruppe, möchte ich was sagen, oder aus diesem Team kommt. Also ganz toll. Und die Engel sagen auch, ja, es geht um den Job. Sie bekräftigen das nochmal. Es geht in der kommenden Woche sehr stark um Lebensaufgabe, Job. Und der wichtige Spruch dazu ist, liebe das, was du tust und tue das, was du liebst. Also das ist das Mantra quasi in der kommenden Woche. Liebe das, was du tust und tue das, was du liebst. Ein ganz berühmter Spruch. Könnt ihr euch vielleicht auch irgendwie an die Wand hängen. Es gibt bei einigen Läden, kriegt man ganz häufig diesen Spruch so zum an die Wand hängen, um euch da zu bekräftigen und zu pushen. Es geht jetzt für immer mehr Menschen, immer mehr Lichtarbeiter da draußen, etwas zu tun, was sie lieben. Ja, und dem auch zu folgen. Statt sich herumzuquälen mit einem Job, der entweder inhaltlich oder vom Umfeld her nicht mehr zuträglich ist, nicht mehr gut tut. Und ich höre das in vielen Gesprächen in meinem eigenen Umfeld, von meinen Kunden, von denjenigen, die mir Feedbacks geben von euch, dass es sehr viel, sehr hohe Unzufriedenheit gibt mit den Jobs, die man aktuell macht. Und es sind sehr, sehr viele betroffen. Und das sind alles Zeichen von oben, dass etwas Besseres für euch bereitsteht. Ja, aber ihr müsst es auch anpacken. Es wird keiner kommen mit dem Zauberstab und Pling machen und der neue Job ist da oder die neue Existenz ist aufgebaut oder wie auch immer. Ihr müsst es tun, ihr müsst Dinge entscheiden, aber ihr habt auch hilfreiche Helfer, also hilfreiche Helfer, hilfreiche Einflüsse in der kommenden Woche. Ja, also haltet Ausschau danach, was will da zu euch kommen, was für Möglichkeiten kommen jetzt in euer Leben und bleibt bei eurem Mantra zu sagen, ja, sagt ja, ich will das tun, was ich liebe. Ja, das will ich arbeiten, damit will ich arbeiten. Und dann könnt ihr ganz andere Kräfte freisetzen und die Energien tragen auch dazu bei. Die nächste Karte ist die Karte E-Mail.
Und die Engel sagen, sei bedacht in Bezug auf die Botschaften, die du sendest. Also mindful, ja, bedacht. Also sei aufmerksam, welche Botschaften du aussendest an andere, ob nun per E-Mail oder nonverbal oder wie auch immer. Also es geht darum, dass, ja, dass ihr in der kommenden Woche darauf achtet, wie ihr euch mitteilt, was ihr schreibt, wem ihr schreibt, was wichtig ist. Also da können wirklich tolle Sachen in die Bahn kommen nächste Woche. Und es ist wichtig, dass ihr das auch mitteilt, nach außen bringt, ja, irgendwie darauf aufmerksam macht oder abklärt. Ja, also Kommunikation, auch technische oder virtuelle Kommunikation ist sehr wichtig in der nächsten Woche. Und zum Abschluss kommen noch mal zwei sehr schöne Karten, die noch mal ein bisschen auch stärker die spirituelle Komponente des Ganzen mit reinnehmen. Und das ist die Karte Burning Hero. Das heißt, hier geht es darum, dass ja, die Flamme der Leidenschaft beginnt in euch zu brennen. Ja, also wenn ich für ein Thema brenne, kann ich ganz andere Kräfte mobilisieren, kann ich viel mehr erreichen, auch Menschen ganz anders erreichen, als wenn mir eigentlich mein Job überhaupt keinen Spaß macht oder ich schon die innere Kündigung eigentlich ausgesprochen habe. Ja, also hier geht es darum, eine Flamme zu sein, zu brennen für das, was ihr tut. Und es hat auch ein bisschen so einen Yang-Charakter, ja, Burning Hero, so diese männliche, feurige Kraft, die hier etwas Neues erschaffen will, nach vorne gehen will, diese marsische Kraft, die Tatkraft. Und dazu kommt, She is the Moon, die Karte hatten wir schon mal. Also hier geht es um die mondige Kraft, die weibliche Kraft, die einen anderen, den Yin-Aspekt hat, ja, diesen mehr empfangenden, unterbewussten ja, Aspekt des Ganzen, also auch intuitiven Aspekt. Hier einmal das Tun, Umsetzen, auch rational nach vorne gehen, aber auch die weibliche Yin-Seite hier nicht vergessen und beides integrieren. Also ich denke, wenn beide Karten kommen, zeigt das, dass es hier nochmal im Innen und im Außen um den Ausgleich zwischen weiblichen und männlichen Aspekten geht. Also das heißt in uns als Persönlichkeit und im Außen, in diesen Teams, aber auch in der Zusammenarbeit und in diesen Projekten auch zu schauen, ist da auch alles in Balance, ja? Ist das zu pushy? Also auch nur eine übertriebene Yang-Energie kann viel zu pushy werden, ja, viel zu pushy. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin unterhalten, die im Marketingbereich arbeitet und sagt, also diese ganzen Aktivitäten, die im Marketing, klassischen Marketing abgehen, die haben eigentlich nichts mit 5D zu tun. Ja, das ist 3D pur. Und da habe ich gesagt, genau, weil das total pushy ist. Ja, also diese Push-Energie, ich will jetzt, habe eine tolle Idee und ich will das jetzt durchsetzen, ich will das jetzt anbringen. Die ist 3D, aber nicht 5D. Ja, und wenn du das, es ist aber trotzdem okay, natürlich auf das, was man tut, aufmerksam zu machen, das ist ganz klar. Aber es ist wichtig, das zu reintegrieren mit dieser weiblichen Energie, dieser weichenden Energie, dieser inneren Balance. Und dann muss man nicht pushy sein, sondern man weiß, es strahlt einfach nach außen. Es strahlt nach außen und andere können und sollen es wahrnehmen, aber ich pushe niemanden, etwas zu tun. Das ist ganz wichtig. Ja, also da könnt ihr auch eine balancierte Vorgehensweise erkennen bei anderen, aber auch bei euch. Also checkt das nochmal. Seid ihr in Balance mit auch eurem Jobthema, ja, wie ihr das umsetzen wollt, eure Idee nach außen bringen wollt? Bemüht euch um Balance zwischen feurigem, begeisterten Voranschreiten, aber auch dem überlegten, empfangenden, in sich nochmal gehenden Aspekt, ja, dem weiblichen Aspekt. Also wunderschön gezeigt hier von den Engeln, worauf es ankommt. Ich hoffe, ja, euch hilft das weiter in der kommenden Woche zu erkennen, wo da eure Chancen sind, dass ihr die auch nutzen könnt. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Glück und Erfolg dabei. Schick euch allen Licht und Liebe aus meinem Herzen und sag bis bald.